herzlich und willkommen und zurück zu der Let's Play von der Extra-Lative. Yo, hardcore. Yo, ey, ich bin voll hardcore, ey. Holy moly, Alter, ey, mein Bild ist so over, mein Tausend. Ist wieder da, sehr schön. Ja, wo waren wir? Wo sind wir denn hier? Hä? Ach so, okay. Oh, ein süßer kleiner Dungeon Master. Guckt ihn euch an. Er trägt garantiert sogar noch deine Windeln. Oh, ein Magier. Hilfe, ein Magier rennt weg. Hilfe. Oh nein. Wir werden alle sterben. Schnauze. Digga, mach nicht alles kaputt hier. Was ist los mit dir? Hä? Du willst eine Kloppe haben hier? Du kriegst eine Fackel. Guck mal. Guck mal. Leuchte. Willst du noch eine? Hier. Ja, da freust du dich, ne? Ja, komm, Patschi, 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 ja, ui. Ein Hurensohn hier. Mal weg hier. Aber, gib mir meine Fackel. Ich sag dich tot, du. Ich mach dich dünner, ja, kleiner Stück Scheiße. Gib mir jetzt meine scheiß Fackel zurück, ich will meine Fackel haben. Oh Gott, verdammter Hurensohn. Ich zünd dich an, du kleines Miststück. Schwanz, Penis, Arsch, Kack, Fotz, Arsch. Arsch. Jetzt gib mir meine Fackel, danke. Und so. Digga, meckern, ich hab noch 4 Herzen. Oder 4 Lebenspunkte. Konnte ich ja nicht dafür, dass du so lange brauchst, um von der Fackel wegzugehen. Kein Respekt mehr hier. Echt mal. Diese Jugend ist so verkommen. Trägt noch Windeln und wird schon frech hier. Das ist sie wieder, diese Smartphone-Generation hier. Licht. Was ist hier? Oh, eine schöne, kleine, süße... boah. Boy. Kommen wir da runter? Wissel du was? Ich mache mal. Mach ich mal. Ach komm, ich geh einfach mal direkt dahin. Bam. Das geht hier richtig hart runter. Habt ihr es gerade gesehen? Die Frage ist, wenn ich jetzt. Ich vertraue darauf, dass ich mit dem Seil wieder rauskomme, aber ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht so sehr. Wir versuchen mal das Seil an einem strategisch sinnvollen Punkt zu befestigen. Zum Beispiel. Ja, wo eigentlich? Zum Beispiel hier. Digga, wir haben schon wieder keine Fackeln mehr. Ich glaub das nicht. Du würdest mich doch verarschen, ey. Gut, mittlerweile haben wir aber schon viel Kohle. Das heißt, mittlerweile ist das fast kein Problem mehr. Ja. So, du nach da und du wieder nach da oben. Dankeschön. Achso, halt. Ja. Ach, komm jetzt. So. Fackel. Ach komm, ich mach die einfach dahin. Boah, Alter, geht das hier scheiße runter, Alter. Holy. Holy shit. Okay, ich hab Angst. Das heißt, ich müsste jetzt meine nächste. Nee. Machen wir ganz, ganz anders. Ich gehe wieder hoch. Danke. Ich gehe wieder runter. Danke. Ich gehe nach da oben. Scheiße, komme ich gar nicht ran. Okay, folgendes. Seil daran. Seil daran. Danke. Jetzt komme ich ein bisschen höher. Perfekt. Jetzt nehme ich mal mein ganz, ganz langes Seil. Dieses richtig scheiß lange Seil, was wir haben. Das da. Und jetzt machen wir das, wofür das Seil eigentlich da ist. Das heißt, wir befestigen es da. Boah, über 30 Blöcke.
Und jetzt gehen wir einfach an diesem Seil einfach runter. Ist das genial oder ist das genial? Also ich finde, es ist genial. Mal ein bisschen Licht machen hier. Alter, unsere erste richtige Abseilung hier. Oha. Scheiße, ich kann keine Fackeln bauen. Doch. Okay. Oh, unsere erste eigene Abseilung, Alter. Oh. Licht. Da. Geht's noch weiter runter? Ja, aber das ist überschaubar. Ich mache trotzdem mal hier sicherheitshalber eine Rope. Und zwar daran. Aber ich bin nicht, oder geht sie noch weiter runter? Okay, 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 gut. Er hat ja gerade nur noch nicht die Welt aufgebaut. Das sah gerade aus, als wenn sie noch weiter runtergehen würde. Also noch viel weiter runtergehen würde, aber es ist tatsächlich gemäßigt. Sehr schön. Naja, also, naja, sehr schön jetzt nicht unbedingt. Es wäre halt spannender gewesen, wenn es noch viel weiter runtergehen würde. Aber so reicht halt auch schon aus. Es ist auf jeden Fall schon geil. Und wir konnten endlich mal unsere Bergsteiger-Ausrüstung testen. Was ja auch nicht so schlecht ist. So, ich würde gerne da rankommen. Komme ich aber nicht. Das ist natürlich belastend. Ja, das war wieder. Nein. Nein. Scheiß Spitzhacken, kein Verlass mehr. Made in Germany. Arsch. Ein Arsch ist Made in Germany. Stimmt sogar. So, kommen wir jetzt hier von hier aus an dieses wunderbare blaue Gold. Kommen wir überhaupt irgendwas? Oh ne, wir müssen runter. Hä? Bin ich jetzt so hoch? Jo, ja, ich bin so hoch. Aber das macht die Sache sogar etwas einfacher, weil von hier aus kommen wir, wie man sieht, viel einfacher ran. Habe ich nicht gerade Mese gesehen? Ah, nee, war bloß Gold. Schade. Und Eisen. So, dann gehen wir hier nochmal runter. Upsala, das könnte aber ganz schön wehtun. Es wird wehtun. Oh, da unten ist noch Kupfer. Und mir sagt das einfach keiner. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wieder hochkommen. Und dabei unsere Seile wieder einfahren. Das ist eine sehr wichtige Tätigkeit, Seil einfahren. Das wussten schon die alten Römer. Die nannten es damals Seilus Einfarus. Oder auch abgekürzt das Phallus. Phallus, Beilus, Excamus oder Sorus. So, wenn ich jetzt das Ding hier abnehme, falle ich. Aber ich kann jetzt hier raufgehen und falle nicht mehr. Ist das nicht... Autsch! Genial. Ja, genial am Arsch. Geht doch. Danke. Perfekt. So, Seil wieder eingefahren. Das heißt, du kannst wieder... Hatten wir die 24? Dann hatten wir echt nur 12. Habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hauptsache unser großes Teil haben wir wieder. Das reicht erstmal aus. So, jetzt die Frage, wie kommen wir darauf? Weißt du was? Da lassen wir uns gar nicht lange überlegen. Ja gut, jetzt. So, und papp. Upsala. Perfekt. Ist das genial oder ist das genial? Ha? So viel Eisen, Mann. Ich will gerne alles abbauen, aber dann bauen wir uns auch gleichzeitig den Weg nach oben wieder ab. Ist das scheiße. Oha. Apropos Weg nach oben abbauen, ne? Wir bauen uns auch den Weg nach, zum Leben bleiben ab. Schaffe ich das? Schaffe ich nicht. Ich schaffe es! Ja, geschafft. Easy. So. Reicht. Kein Bock mehr.
mich hier hoch. Ich bin Arzt. Danke. Ja, danke. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen was abbauen. Ohne runterzufallen, bitte. Na gut, das kriege ich eh nicht mehr. So, jetzt raus hier. Aus diesem gottverdammten Hupsala. Und schon wieder verhungern. Ich glaub's ja nicht. Was ist denn los hier? Da denkst du einmal, du denkst was und dann denkst du. Was tue ich hier gerade? So. Volle Fahrt voraus mit Affenzahn und so. Ist das Gold? Ja, ist Gold. Ja, gut. Ist Mirus, Jetsus, Egalus. So. Ach ja, hier war mal drin. Genau, da war ja was. Okay. Dann machen wir hier außen weiter. Hat da gerade was aufgeleuchtet? Ja, die Fackel. Die Fackel, die wir schon vorhin gesehen haben. Die brennt einfach immer noch. Ist so Dauerbrennstoff. Die brennt auch noch in 30 Jahren. Stimmt halt wirklich. Na gut, nee, wobei, es muss nicht unbedingt stimmen. Wenn es in 30 Jahren dieses Programm nicht mehr gibt oder diese Welt nicht mehr gibt, dann kann diese Fackel auch in 30 Jahren nicht mehr brennen. Außerdem gibt es diese Fackel gar nicht, weil es ist eine Fackel, die in jedem Prozessortakt neu berechnet wird. Das heißt, während wir sie sehen, ist sie schon weg und die nächste Fackel ist da. Die nächste Frame ist da. Sie ist nur ein Schatten ihrer selbst, diese billige Scheiße. Ey Ronny, kann es sein, dass du überhaupt nicht lebensfroh bist? Du bist so voll pessimistisch und so. Ich glaube, du hast ernsthafte Probleme. So, hier noch eine Fackel hin, dann haben wir das da auch ausgeleuchtet. Alter, ich habe gerade Fenster auf und es ist gerade echt ganz schön kalt hier. Brr. Jetzt kommt mir gerade so Schüttelfrost hier, ey. Das ist ja herzallerliebst. Oh Mann, warum finden wir kein Sulfat? Ach, netter Herr, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo das Sulfat ist? Ja, meinen Sie diese Richtung? Zeigen Sie jetzt in die Richtung oder was meinen Sie? Ich kann Sie nicht verstehen, Herr, was meinen Sie denn? Okay, also doch in die Richtung, ja? Okay, ich gehe einfach mal. Genau. Zeigen Sie mir am besten mal den Weg. Kommen Sie. Warum? Nein, sie soll vorgehen. Sie soll mir den Weg zeigen. Ja, was meinen Sie denn? Sorry, ich kann auch aus Ihren roten Augen leider nichts ablesen. Sie müssten schon deutlich reden. Also, können Sie denn Zeichensprache oder wenigstens Gebärdensprache? Hallo? Ich rede mit Ihnen. Also, wissen Sie, Sie müssen aber auch schon hier ein bisschen mithelfen. Ich meine, ich kann Sie nicht verstehen. Was wollen Sie denn von mir? Nein, ich kaufe keine Waschmaschine. Jetzt gehen Sie doch. Also, junger Herr, was tun Sie denn da? Was machen Sie auf meinem Kopf? Bitte hören Sie damit auf. Ich habe Angst. Herr, was wollen Sie denn? Wollen Sie Geld? Ja, sagen Sie das doch gleich, ich hab Geld. Hier, in Ihr Face. Ich. Ja, dann nehmen Sie halt. Na, machen Sie schon. Junge, was wollen Sie denn? Sie haben mein Geld gar nicht genommen. Es ist immer noch hier. Soll ich das Ihnen auf den Boden legen? So? Schauen Sie, da ist es doch. Schauen Sie. Also. Ja, was? Wollen Sie mein Auto? Ich habe gar keins. Oder wollen Sie Eisen? Davon habe ich eine Menge. Eisen. Oder wollen Sie einfach nur Zuneigung und Liebe? Oh, ist ja voll süß. Okay, bleiben Sie mal bei meiner Seite.
Folgen Sie mir einfach. Ja, brav machst du das. Komm her, komm zu Cassie. Also, der Hund heißt ja Cassie, nicht ich. Schauen Sie mal, guck mal, ne? Alles ausleuchten, wunderschön. Komm, ich gebe Ihnen jetzt auch mal ein paar Stöcke, dann können Sie mir mithelfen, ne? So, haben Sie einen Stock und jetzt stellt Sie ihn einfach auf. Na, Sie müssen ihn schon aufnehmen. Aufheben. Los. Also, was ist denn hier jetzt hier los? Also, okay, okay. Wir fangen mal bei den Basics an, ne? Mein lieber Herr, ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Deswegen machen wir das mal so, wie man es in der Schule lernt. Warten Sie kurz. Schauen Sie. Hier ist ein Stöckchen. Dieses Stöckchen müssen Sie jetzt holen. Achtung, ich schmeiße jetzt in die Richtung, ja? Ah. Hol das Stöckchen. Hol das Stöckchen. Da ist es doch. Junge, was machen Sie denn? Wollen Sie, dass ich mich ausziehe? Aber was, wenn uns jemand sieht? Was, wenn Dungeon Master kommt? Ich meine, komm nimm mal her. Dankeschön. So, jetzt gucken Sie mal auf, was ich kann. Ich bin voll akrobatisch. Haben Sie nicht gesehen? Warten Sie kurz, ich gehe mal ein bisschen ins Licht. Schauen Sie mal, gucken Sie. Ja, ein Stöckchen, ich tanze, ich balanciere die Stöckchen auf meinem Kopf. Wow. Kann man das so besser erkennen? Ne, kann man so nicht, kann man so gar nicht erkennen. Und, war das witzig? Wo sind Sie denn? Da sind Sie. Junge, ich glaube, ich muss Sie gleich zu Ihrem Selbstschutz einbauen. Warten Sie kurz, warten Sie kurz. Ich tue da mal kurz etwas. Ich hoffe, Sie sind nicht böse. Warum sind Sie denn jetzt schwarz? Liegt das an Ihrer Hautcreme? Gucken Sie mal. Ich mache jetzt mal hier ein paar Steine hin und Sie sagen mir, ob es Ihnen gefällt. Und? Genau, kommen Sie mal rein. Schön machen Sie das. Tschüss. Ein Vollidiot. Okay. Das ist so ultra dumm. Hallo. Wie geht's Ihnen denn heute so? Ich lasse ihn einfach mal liegen. Voll liegen. So, zurück zu unserer eigentlichen Tätigkeit. Wie wir sehen, liegt uns Babysittern in den Genen. Wir sind da quasi Profi. Wo geht es eigentlich nach Hause? Da ist das Ding, also müsste es da nach Hause gehen. Mal ein bisschen Licht machen hier. Bam. Oh, was ist das hier für eine geile Brücke? Oh, das ist gar keine Brücke. Das ist eine Plattform. Eine platte Form. Was ist das denn hier für ein Auswuchs? Hallo? Interessant. Sieht sehr stylisch aus. Ding einfach. Oh, hier steht er da rum und macht nichts mehr. Voll süß. Ja. Hab ich gerade Mäse gesehen? Oh, Alter, hier ist wieder so viel Scheiß. Oh, so viel Kupfer. Ach nee, ist nur Gold. Schade, ich dachte, es war Mäse. Hab ich hier nicht gerade Mäse gesehen? Nee, wäre echt nur Gold. Hm, nein, was soll's. So. Kupfer auch ganz wichtig. Kupfer ist das Wichtigste auf der Welt. Ich meine, wir sind in einem Digitalzeitalter. Da ist Lithium und Kupfer das Wichtigste und eine funktionierende Spitzhacke. Ist das Zweitwichtigste. Dankeschön. So, dann nehmen wir mal die Spitzhacke in die Hand. Was halt auch mal geil wäre,
Können wir das eigentlich mal in der nächsten Folge mal anspielen? Na, nee, das lohnt sich eigentlich nicht. Nee, es gibt so eine Mindtest, also Mindtest Fork. Also, oh. Also was ein Fork ist, also ist einfach quasi eine ja, da hat jemand den Mindtest Quellcode genommen, hat damit ein eigenes Programm geschrieben, also hat das abgeändert. Dass Mindtest tatsächlich eine runde Welt ist. Also wirklich wie die Erde. Rund. Und nicht so wie hier, ne, ist nicht so rund. Was ich von der Idee halt ultra geil finde, das Projekt ist eigentlich ultra alt, ich kenne es auch schon etwas länger, aber ich habe es halt vor kurzem nur in meiner Ordnerstruktur wiederentdeckt. Und ja. Jetzt gerade, weil ich so dachte, mit also so meine Gedankengänge sind ja so ein bisschen wirr. Deswegen muss ich mich erklären. Ich dachte gerade so, ne, wenn wir gerade so in der Höhle sind, wäre es ja eigentlich so geil, ne, auch mal sowas zu haben, wie das ab einer bestimmten Tiefe einfach eine Lavaschicht kommt. Die Idee hat sich ja schon öfters mal, also ich glaube schon mal vorgetragen, ne, einfach so eine Mod, die quasi statt Bedrock einfach so eine Lavaschicht hinzufügt. Dass zum Beispiel einfach ab 30.000 oder ab 20.000 oder so einfach die ganze Welt nur noch aus Lava besteht. Meinetwegen auch nicht so als harte Grenze, sondern auch so als ein bisschen so eine variable Grenze, quasi genauso wie die Oberfläche, keine gerade, sondern ne, so quasi auch unterirdisch, dass man da unterirdisch auch nochmal eine Grenze hat, die ein bisschen ja komplex aussieht von der Struktur her, die quasi einfach so das Erdgestein vom Magmakern quasi trennt, Magmakern, also von dem flüssigen Gestein trennt. Und da wäre halt natürlich auch noch witzig, wenn man dann wirklich so machen könnte, wie, ja, wie gesagt, ne, Mindtest in dieser Version, wo die Erde rund ist, dass man dann wirklich so machen kann, okay, man hat mehrere Schichten. Ich meine, solche Mods gibt es ja schon länger, dass zum Beispiel sowas wie Nether hinzugefügt wird oder sowas. Und quasi auf sowas basierend, dass man quasi mehrere Schichten hat, okay, die Erde. Wenn die halt rund ist, ist das Zentrum der Erde quasi bei minus zum Beispiel 1000. Und dass man dann sagt, okay, von minus 0 bis minus 100 ist so wie hier feste Erde mit allerlei Geröll und so. Dann von minus 100 bis minus, keine Ahnung, minus 800 oder so ist dann quasi einfach noch Lava. Und dann so, ne, von minus 800 bis minus 1000 ist dann wieder festes Gestein, aber kein klassisches Gestein, sondern halt so ein Spezialmaterial, was quasi den Erdkern simulieren soll. Und damit kann man dann richtig absolut geile Sachen machen. Das heißt, jeder, der die Lavaschicht überwunden hat, der hat dann halt ein Material, was halt super geil ist. Meinetwegen kann man das noch mit solchen Sachen kombinieren, dass wenn man in die Nähe der Lavaschicht kommt, dass man dann auch Schmerzen bekommt, weil es ja verdammt heiß und so. Und wenn man aber eine entsprechende Ausrüstung anhat, ne, man muss es ja nicht zu realistisch machen. Von daher kann man ja durchaus eine Rüstung bauen, dass man sagt, okay, wenn man halt eine extrem starke Rüstung hat, dann hält man das halt aus. Und dass man dann sagt, okay, wie gesagt, Erde ist Kreis, das heißt also, wenn man unten ist, kommt man bei der anderen Seite wieder raus. So ungefähr. Das wäre halt geil. Was reicht denn hier mittlerweile fast? Dann machen wir es mal langsam auf dem Heimweg. Beziehungsweise auf dem Heimweg. Der ist ja gerade schon lang. Wer? Oh! Triel. Kommen Sie. Ach, leck mich. So, zu Hause. Yay! Oh, die Ofen sind natürlich noch an. Okay. So, dann räumen wir mal hier unsere Taschen aus. Alter, wie viel Eisen! Oh, das sind ja. Alter, das sind viel mehr als 6. Das sind fast 12, oder? Ja, naja, nicht ganz 12, aber fast. Also auf jeden Fall schon eine ganze Menge. An Scheiße und Kacke und Mist. Arsch. Ach, siehst du, wir haben hier noch Stack.
Wir haben so viel. Warum ist das so? Weg mit dir. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier das weg. Wobei, jetzt machen wir bis nächste Folge erstmal hier mit aufräumen. Folge ist jetzt schon wieder. Muss ein bisschen kürzer machen. Oder so. Okay, bis dann. Und diese Folge, wie gesagt, gucken wir uns mal das Ding an. Diese, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall halt das Programm mit der runden Erde. Bis dann.